Also er war schon mal im Fernsehen. Genau. Ist nicht mehr, ist ein bisschen aus der Mode gekommen tatsächlich. War eine Zeit lang eine Riesenmode. Hallo ihr lieben Heimkühne-Gucker und herzlich willkommen im Jahr 2023. Und wir fangen gleich an mit einem Video, ja, viele nennen es On the Road, ich nenne es, wir fahren mal durch Berlin und gucken uns ein paar selbstgebaute Heimkinos an. Und so auch dieses. Und hier sind wir heute beim Olli. Hallo Olli. Hallo, schön, dass ihr da seid. Olli hat uns eingeladen, um uns sein selbstgebautes Wohnzimmerheimkino vorzustellen. Und das schauen wir uns gleich im Einzelnen an. So ein bisschen seht das hier schon. Viel Spaß dabei, gleich geht's los. Ja, wir sind heute, wie gesagt, beim Olli zu Hause. Der Olli hat eine Altbauwohnung mitten in Berlin. Im Stadtzentrum ja fast, kann man sagen. Ne? Ja, genau. Ja, und er hat sich hier eine schöne Heimkinolösung in seinem Wohnzimmer gebaut. Und er wird uns gleich alles erzählen, wie er das gemacht hat und wie das alles zustande gekommen ist. Aber eins noch vorweg, es könnte ja sein, dass einer von euch den Olli schon kennt. Das wäre gar nicht mal so unwahrscheinlich, weil der Olli war mal im Fernsehen. Erzähl mal, was dir passiert ist. Na, wir sind 2005 sind wir ausgewandert. 2005. Also ist schon ein paar Jahre her. Nach Gran Canaria, genau. Ja. Haben da knappe 3 Jahre gelebt. Ja. Und sind dann 2008 wieder in Begleitung mit Vox, mit den Rückwanderern, zurückgekommen. Ah, die Rückwanderer. So. Und das wurde dann 2008 ausgestrahlt. Und dann wurden wir auch oftmals auf der Straße angesprochen. Ja. Ach, Sie sind doch die aus dem Fernsehen. Ja, genau. So, ja, cool. So war es. Also er war schon mal im Fernsehen. Genau. Also wenn ihr ihn erkennt, ja, also wisst ihr auch jetzt, woher ihr ihn erkennt. Ja. Ja, sehr cool. Aber du bist jetzt wieder in Deutschland, also jetzt auch schon ziemlich lange. Das sind ja dann auch schon viele Jahre. Sind einige Jahre. Einige Jahre schon wieder hier. Und lebst ja mitten in Berlin, in dieser Wohnung. Und du hattest ursprünglich, ja, hast du uns von Bilder gezeigt, du hattest ja schon ein Heimkino hier vorher integriert. Genau. Hm, ihr seht ja schon im Hintergrund, ich stehe vor der Leinwand, du stehst vor der Leinwand. Wir haben hier eine Ultrakurzdistanzlösung. Schauen wir uns gleich näher an. Aber gehen wir noch mal kurz darauf ein. Was war hier damals? Was war dein erster Bauzustand hier? Genau. Ich wollte halt eine große Leinwand haben und hatte einen Beamer. Und der Beamer war dort an der Seite. Und ich wollte den Beamer nicht einfach, die Leinwand nicht einfach an die Wand knallen. Das war mir zu langweilig. Ja. Und deswegen hatte ich halt hier einen Unterbau. Der ist immer noch fast der gleiche. Aber hatte hier noch eine komplette Umbauung gebaut und den Beamer, die Leinwand so eingelassen, dass die dann aus den Oberschränken halt so rauskam. Das war ganz schön, aber mich hat es dann irgendwann genervt, weil das auch nur ein Full-HD-Beamer war. Mhm. Und dann war die Frage, wenn wir einen 4K-Beamer uns holen, ob wir uns denn, dann kam die Kurzdistanz-Beamer und dann haben wir uns dann doch dafür entschieden, weil keine lästige Verkabelung mehr im Raum, eine feste Leinwand. Gucken wir uns gleich ganz genau an. Genau. Also du hast es mir vorhin schon erzählt, das war ein Epson 6100, oder? Hattest du hier? Ich glaube ja. Genau, der hängt da drüben. Ja. Mit Kabel in Wohnungen immer nicht ganz so einfach. Ja. Und, aber man muss natürlich sagen, du bist Tischler. Ja. Wer das Wort Tischler nicht kennt von euch, Schreiner. Ja, viele nennen es ja in Deutschland auch lieber Schreiner. Bei uns heißen Tischler Tischler, wie es sich hier hört. Ja. Und du hast natürlich das alles schon selber bauen können. Und auch schon die erste Lösung hast du auch selber gebaut. Genau. Und ihr habt ja jetzt sicherlich ein paar Bilder hier gesehen, die wir bestimmt jetzt mit einblenden können. Und ja, und so hattest du dir schon eine schöne Lösung gebaut, bevor zu dieser endgültigen Lösung kam. Was hast du denn aktuell hier? Also erstmal, was ich hier sehe, du hast eine sehr hohe Altbauwohnung. Typisch Berlin, über 3 Meter hoch. Das heißt, so wieder Thema Leinwände an Decke und so, das ist schon wieder problematisch hier. Ja. Raumgröße, das interessiert unsere Zuschauer immer. Ungefähr 4 mal 7 Meter ungefähr. 4 mal 7. 4 mal 7 circa und dann so über 3 Meter hoch. Ja, so richtig typische Alt-Berliner Wohnung. So, fangen wir mal an. Ich sehe ein großes Bild. Wie groß? 100 Zoll. 100 Zoll CLR. Genau. Ja. Elite Screen CLR. Immer noch unsere Lieblingsleinwand für Kurzdistanzbeamer. Ja. Aber nicht einfach nur so lieblos hingehangen, sondern richtig integriert. Klar, da sieht man natürlich den Tischler. Du hast ja diese fertig, es gibt ja fertig diese Materialien. Das sind ja hier so, die nennen das Akustikpaneele? Wie nennen die das? Akustikpaneele, ja. Nicht mal ein Bauhaus zu kaufen, ne? Genau, Fibrotec. Ja, das Akustik würde ich mal in Anführungsstrichen stellen. Das ist so ein ganz kleines bisschen, aber ein richtig echtes Akustik-Element ist es für mich nicht. Nein. Aber es sieht cool aus und hat auch ganz leichte akustische Eigenschaften. So, wollen wir es mal stehen lassen, wa? Aber du hast, anders als die meisten machen würden, natürlich nicht einfach die Leinwand oben drauf gehangen, nee, sondern du hast die Leinwand natürlich passgenau da eingebaut und integriert. Genau. Ja. Na, wenn schon, denn schon. Wenn schon, denn schon.
Aber ich denke, das ist noch nicht so einfach mit den Höhen, ne? Bis das alt, genau, bis das, das war nicht ganz einfach. Ja. Auch mit der Ausrichtung, mit dem Beamer und so. Das war, aber ich habe im Prinzip die Paneele erst gegen die Wand und dann habe ich die Paneele rangesetzt. Ah, danach angepasst. Also klar, erst die Heimkinolösung gebaut und dann alles drumherum gemacht. Ja. Genau. Und das sieht sehr schick aus, oder? Wie gesagt, sagt ihr dazu? Schreibt es mal bitte in die Kommentare, wie ihr sowas findet. Weil so eine Lösung gibt es tatsächlich ja nicht so oft, aber die gibt es schon ein paar Mal. Ich habe da schon jetzt so 2, 3 Sachen gesehen, die sehr ähnlich aussahen. Mal sehen, vielleicht gucken wir uns auch noch was an. Ich persönlich finde das sehr modern und sehr schick. Mir fällt es auf den ersten Blick erstmal sehr, sehr gut. Okay, also Leinwand integriert, klar, das ist natürlich logisch. Und Lautsprecher hast du natürlich bei der Gelegenheit auch gleich mit eingebaut. Genau, weil ich eigentlich die unteren eigentlich nicht sehen wollte vorne, großartig. Und du hast hier was drin? Was von Dali? Hier sind Dali Opticons, die LCRs. Opticon LCR als Hauptlautsprecher. Rechts, links. Gucken wir gleich weiter. Oben hast du auch Dali. Ja, die Dali Fasson satt. Genau. Genau. Die Fasson satt als Front heiß für den 3D-Ton. Auch 3D-Ton ist hier natürlich da. Wobei, da kommen wir gleich nochmal zu. Da hat er nämlich noch neue Ideen. Da sprechen wir gleich nochmal. Dann hast du hier unten den Rest drin. Da unten hast du ein Center. Genau. Schaut mal. Hier kann man aufklappen. Hier ist ein Opticon Focal, angekippt. Ja, angekippt auf maximalste, was geht hier. Das ist halt immer, das ist ein kleiner Kompromiss. Bei Ultrakurzdistanz, wie man wissen wir ja, ein Center oben raufstellen geht normalerweise nicht. Vielleicht wäre es noch gegangen, ein LCR darunter zu bauen, aber nur ganz knapp. Schön. Nee, und schön ist es auch nicht, richtig. Genau. Also ja, da muss man wieder so einen kleinen Kompromiss machen. Den Vocal da unten rein, angekippt und dann funktioniert es auch. Du hast eins richtig gemacht, das muss ich gleich mal lobend erwähnen. Obwohl du hier einen Holzfußboden hast, was völlig normal ist, fast jeder Tischler wird einen Holzfußboden haben. Aber du hast einen schönen dicken Teppich davor gelegt. Und das empfehle ich auch immer. Einfach vor den Centern Teppich legen, weil dann haben wir nämlich diese unangenehme erste Reflexion da unten schon recht gut bekämpft. Genau. Ja, es bleibt ein Wohnzimmer, es wird natürlich hier kein High-End-Tonstudio werden. Nee, genau. Da sind wir uns schon klar drüber. Aber genauso macht man es. Man legt einen Teppich hin, man kippt den Center an und dann positioniert man ihn unter den Beamer. Und dann kann man das so machen, dann funktioniert es. Ja. So, erzähl mal weiter, was hast du noch? Dann halt der Receiver von Denon, der 4500er. Mhm. Dann hier Nvidia-Shield. Nvidia-Shield weil als ich halt, Streamer. Als Streamer, genau. Weil ich also im Prinzip zu 98-99% streame und mir darüber Filme angucken. Ich habe zwar auch Blu-rays und ein paar 4K-Filme. Ja, völlig normal. Zeitgemäß. Ist bei mir auch langsam so eingetrudelt, Wo ich natürlich den Unterschied vom Sound natürlich mitkriege. Auf so einer Blu-ray, da ist der Sound doch, oder auf einer 4K. Ja, wobei man aber auch ehrlich sagen muss, wenn man jetzt so moderne Sachen von Netflix guckt oder auch von Disney, die werden immer besser. Okay. Die fällt mir tatsächlich immer besser. Ja. Und noch nicht ganz, aber die gibt doch schlechte Blu-rays. Ja. Die gibt doch wirklich super schlechte Blu-rays. Ja, das stimmt. Und da ist mir manchmal, was die streamt, besser. Bei Amazon finde ich, da hast du nicht viel Gutes. Mm. Und jetzt Paramount, ich bin jetzt gerade ein Paramount-Fan, ich gucke jetzt jeden Abend Paramount Plus. Oh. Mit Stereoton. Okay. Die haben leider nur Stereoton und nur HD-Bild, kein 4K-Bild. Das ist ja fürchterlich. Das ist fürchterlich. Ja. Das ist wirklich, also ja, merkt man schon, aber mit einer guten Elektronik und ich habe gehört auch mit Auromatik zu Hause, das ist erträglich, sag ich mal. Ja. Ja, aber ist ein bisschen schade. Jetzt haben wir einen neuen Streaming-Dienst, der wirklich tolles Material hat und was haben wir? Stereoton. Ja. Ja, aber die sind am Anfang. Ich denke mal, das wird sich noch ändern. Ja. So, Entschuldigung, ich habe dich jetzt unterbrochen, aber das fiel mir gerade so ein. Okay. Dann hier halt ein TV-Receiver. TV-Receiver braucht man natürlich auch für das klassische Fernsehen. Ja. Und ein WLAN-Router. Ja, die Fritzbox muss natürlich da unten drin sein. Dann halt die Logitech Harmony, der Empfänger. Habe ich schon gesehen. Also Steuern hier, Logitech Harmony, Elite, kann er auch alles mit Steuern. Oh, sogar mit einem schicken Bild drauf. Cool. Und dann geht es hier halt weiter. Hier ist ein PC. Ja. Hier haben wir den einen Sony, einen UB. Da sehe ich was verdächtigt. 800. Da steht ein Rekhorn. Und ein Rekhorn, genau. Das ist ja, für was man ein Rekhorn nimmt oder, naja, eher schon genommen hat. Ist ja jetzt nicht mehr so ernst im Mode. Ich weiß es. Ich gehe davon aus, da ist was unter der Couch verbaut. Genau, ja. Ein Körperschallwandler ist da verbaut. Ein iBeam. Ein iBeam, ja. Ja, ist ein iBeam drin. Okay. Also, ja, ist halt auch für eine Wohnung gar nicht so verkehrt. Dann kann man auch tatsächlich mal den Bass, wenn man, ja, die Nachbarn ein bisschen empfindlicher sind, ein bisschen runterdrehen und dann macht man ein bisschen was über ein iBeam, genau. Hat man ein bisschen Körperschall. Man wohnt halt nicht alleine. Coole Sache, ist nicht mehr, ist ein bisschen aus der Mode gekommen tatsächlich, war eine Zeit lang eine Riesenmode. Ja, aber warum nicht, wa? Kann man noch machen. Ja. Okay, und der Subwoofer, der eigentliche, der steht hier, der Subwoofer, ein SVS. Da.
sehr gut verbaut. Auf einer dicken Gummimatte mit einer Granitplatte drunter. Ja, ja? Also da merkt man auf dem Boden gar nichts. Also der ist wirklich sauber entkoppelt. Ja, muss man tatsächlich in der Wohnung machen, weil sonst hast du immer die... Wohnt noch jemand unter dir? Nein. Nee, Gott sei Dank. Ja. Das ist natürlich ein Vorteil, wenn man ehrlich Schlosswohnung hat. Und die Nachbarn über mir, die hören auch nichts viel. Ja. Ja, und mehr ist es nicht. Hinten haben wir keinen Beamer, der steht ja vorne. Ich sehe noch ein paar Monitor Audio Bronze FX. Genau. Als Surround-Lautsprecher ist halt der Kompromiss für eine Couch an der Wand. Ja. Aber wir haben halt auch nur eine Raumtiefe von 4 Meter. Was willst du machen? Ne? Ja. Du kannst ja die Couch nicht 2 Meter von der Wand rücken. Ist halt so. Ist halt Wohnung. Ja. Und deswegen kam der letzte Beamer, der kam auch an seine Grenzen mit der Entfernung. Das genau. War halt, du brauchst einen sehr Weitwinkel im Beamer. Ja. Tatsächlich sind die Weitwinkel im Beamer im Allgemeinen nicht die besten von der Qualität her. Ja. Und da muss man wieder Kompromisse machen. Von daher ist das ja eigentlich eine super Erfindung, oder? Der hat ja auch die Leinwand nicht komplett ausgefüllt. Ja. Ich sehe, ein Tischler baut sich halt gefälligst auch noch einen Deckel dazu. Wa? Der kann dann natürlich im normalen Alltag einfach zuklappen und man macht es nur auf, wenn man gucken will. Und auch viele Lüftung ist auch gesorgt. Lüftung, ja, habe ich schon gesehen. Du hast da Lüftung drin, du hast hier eine Seitenlüftung drin. Da muss man drauf achten, wenn man sowas in den Schrank einbaut. Du hast überall an Lüftung gedacht. Eigentlich hast du an alles gedacht. Und das Möbel, hast du ja gesagt, das war eigentlich das ursprüngliche Möbel. Das genau. Das habe ich einfach nur noch ein bisschen angepasst. Den mittleren Bereich angepasst für den Beamer halt. Neue Platten oben drauf. Vorher waren weiße Platten, jetzt sind Eicheplatten drauf. Ja. Ja, so dann, die habe ich einfach weiterverwendet. Eine saubere, schöne Wohnzimmerlösung. Es ist nicht ein Kabel hier sichtbar. Toll. Gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist schön. Das mag ich auch nicht, wenn man Kabel sieht. Mag ich nicht. Schrecklich. Kabel war, haben nichts zu suchen. Die muss man immer schön verstecken. Ja. Perfekt. So, Olli. Jetzt erzähl mir doch mal, ob du in Zukunft noch was geplant hast hier oder ob das jetzt für immer so bleibt. Nee, so bleibt, soll nicht so bleiben. Also eigentlich möchte ich die hinteren, oberen Lautsprecher noch austauschen. Ja. Die passen einfach nicht mehr so zu dem System. Ich möchte da auch da die Fassung satt Lautsprecher haben, weil die doch ein bisschen besser einzustellen sind. Macht Sinn, die Effektlautsprecher oben zumindest gleich zu haben. Genau, dass die auch auf einer Ebene sind. Also das ist das, was mir noch nicht so gefällt. Ja. Absorbertechnisch möchte ich auch noch ein bisschen was machen in der Raumakustik, weil da gefällt es mir auch noch nicht so hundertprozentig. Ja, es ist eine Wohnung, du musst weiter einen Kompromiss machen, du lebst ja hier nicht alleine. Ja. Du lebst ja mit einer Katze, die übrigens auch mit ausgewandert war, hat er mir erzählt. Die ist auch wieder mit rückgewandert, so alt ist sie nämlich schon. Ja. nee, macht Sinn. Und da du Tischler bist und Handwerker, vermute ich mal, du wirst wieder eine schöne Lösung haben und irgendwas selber bauen. Ich denke schon. Und wenn ich die Lösung gebaut habe, dann schicke ich euch auch wieder gerne Fotos. Sehr gerne. Da freuen wir uns immer drüber. Ja, perfekt. Ja, nee, sehr schön. Dann würde ich sagen, jetzt setzen wir uns mal auf die Couch und hören nochmal rein. Gerne. Und schauen nochmal rein, dass wir mal so nochmal ein Gefühl dafür haben. Wa? Ja, gerne. Bevor du anmachst, eine Sache ist mir aufgefallen, du hast natürlich auch ein bisschen LED-Licht hier eingebaut. Ja, war das der Philips Hue, vermute ich mal? Philips Hue, ja. Philips Hue. Zeig mal, was kann das? Verschiedene Licht... Also einfach so ein paar schöne Effektlichter da oben. Genau. Noch eine Sache kann ich lobend erwähnen. Du hast eine dunkle Wand und nicht einfach eine weiße Wand. Ja. Finde ich schön. Alles, was nach vorne ist, muss für mich immer dunkel sein. Genau. Finde ich, sieht irgendwie schön aus. Ja, und ein bisschen buntes Licht. Sehr gut. Ja, naja, dann würde ich sagen, dann gucken wir gleich hier nochmal kurz rein. Und hören vor allen Dingen auch nochmal rein. Gerne. Ansonsten war es das für uns. Wir verabschieden uns. Vielen Dank, Olli, dass wir bei dir sein durften. Gerne, war schön. Und uns wieder ein schönes Wohnzimmer-Kino in Berlin gezeigt hast. Wenn ihr auch sowas habt, ihr wisst, meldet euch bei uns. Wir wollen uns gerne noch ein paar Sachen angucken, wenn es aus unserer Region ist. Wenn ihr irgendwelche super tollen Ideen hattet, seid einfach mutig und schreibt uns kurz mal an oder ruft bei uns an. Und ja, dann schreibt bitte was rein, ob es euch gefallen hat, ob das eine schöne Lösung ist oder was ihr dazu zu sagen habt. Wir freuen uns über den Daumen hoch und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Und wir gucken kurz rein und dann bis dann, wa? Tschüss, Olli. Tschüss.